Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute mal die Aussage der Evolutionstheorie, dass das Leben von alleine aus toter Materie entstanden ist, was ja eine wichtige Aussage, wenn nicht sogar die zentrale Aussage der Evolutionstheorie ist, näher wissenschaftlich beleuchten. Also im Raum steht die Aussage, das Leben ist von alleine aus toter Materie entstanden. Wie ist das jetzt aus Sicht der Naturwissenschaft zu beurteilen? Nun, diese Aussage ist zunächst erst einmal eine Spekulation. Wobei das Wort Spekulation hier nicht negativ oder abwertend gemeint ist, sondern es bedeutet einfach, dass das eine freie Idee ist. Und Ideen kann man ja einfach mal haben. Das ist ja nicht weiter schlimm. So, damit diese Idee, dass das Leben von alleine aus toter Materie entstanden ist, nicht einfach eine Idee bleibt oder eine Spekulation bleibt, muss sie sich an den Kriterien der Naturwissenschaft messen lassen. Dazu muss man diese Aussage griffiger formulieren. Und zwar nennt man das in eine Hypothese bringen. Ja, das ist zu allgemein gehalten, das Leben ist von alleine aus toter Materie entstanden. Man muss das in eine Form bringen, aus der man dann gut Experimente ableiten kann. Und ich habe mal diese gewählt. Man könnte zum Beispiel sagen, in einer geeigneten, wässrigen Mischung organischer und anorganischer Substanzen entstehen lebende Zellen von alleine. Und da ist man frei, welche Hypothesen man wählen will. Die Hypothesen sollte man nur konkret und klar formulieren. Sie sollten falsifizierbar sein, sie sollten überprüfbar sein und man sollte aus ihnen auch ein Experiment ableiten können. So, jetzt steht die Hypothese im Raum. Und jetzt kommt das naturwissenschaftliche Experiment. Das Experiment oder auch die Beobachtungen, es gibt Naturwissenschaften, da kann man nicht immer ein Experiment durchführen, zum Beispiel die Astronomie, da ist man auf Beobachtungen angewiesen. Das Experiment oder die Beobachtung soll jetzt diese Hypothese entweder bestätigen, das wäre ideal, oder nicht bestätigen bzw. widerlegen. Wenn nun das Experiment gut ausgeht, und dann wird die Hypothese bestätigt, und wenn dieses Experiment mehrfach gut ausgeht, dann haben wir langsam etwas, was man eine Theorie nennt. Und wenn weltweit Wissenschaftler immer und immer wieder im Experiment diese Hypothese bestätigen und zeigen, dass es tatsächlich so ist, also immer wieder gibt es Bestätigungen, dann spricht man irgendwann von einem Naturgesetz. Also je öfter diese Hypothese durch das naturwissenschaftliche Experiment oder die Beobachtung bestätigt wird, desto mehr wird das Vertrauen in diese Hypothese gestärkt. Und man kommt dann über eine Theorie zum Naturgesetz. Nun ist es so, Experimente gehen nicht immer im Sinne des Hypothesenstellers aus. Experimente können auch ein anderes Ergebnis liefern, nämlich dass es nicht klappt. Wenn das der Fall ist, sollte man mal nachdenken, ob man das Experiment nicht anders gestaltet oder seine Hypothese ändert. Und wenn die Experimente immer und immer wieder schief gehen, man ändert die Hypothesen, man leitet neue Experimente ab und sie gehen immer und immer wieder schief, dann sollte man langsam mal zu dem Schluss kommen, die eingangs gestellte Idee zu verwerfen. Wie ist es denn jetzt mit unserer Spekulation,
dass das Leben von alleine aus toter Materie entstanden ist. Tatsache ist, dass es bis heute in keinem Experiment gelungen ist, aus toter Materie etwas Lebendiges herzustellen, zum Beispiel eine lebendige Zelle. Auch keine Beobachtung existiert, die das nachweist. Ich rede hier auch nicht einmal von einem wissenschaftlichen Beweis, so weit will ich gar nicht gehen. Es fehlt einfach ein Experiment, in dem das mal erfolgreich geglückt ist. Immer und immer wieder hat man diese Versuche gemacht, sogenannte Ursuppenexperimente. Und immer wieder sind sie negativ ausgegangen. Und bis heute fehlt ein Experiment, was zeigt, dass das möglich ist, dass es möglich ist, dass in einer geeigneten Mischung organischer und anorganischer Substanzen lebende Zellen von alleine entstehen. Oder im Sinne der Spekulation, dass es möglich ist, dass Leben aus toter Materie entsteht. Bis heute gibt es kein Experiment, mit dem man das gezeigt hat. Das heißt, diese Spekulation ist keine Theorie. Sie hat es also nicht bis zu einer Theorie geschafft. Sie ist erst recht kein Naturgesetz. Diese Spekulation ist immer und immer wieder an den naturwissenschaftlichen Realitäten, nämlich am Experiment, gescheitert. Diese Spekulation, dass das Leben von alleine aus toter Materie entstanden sei, ist bis heute eine Spekulation geblieben. Jetzt könnte man an dieser Stelle naturwissenschaftlich eigentlich einen Punkt machen. Man könnte jetzt sagen, gut, wir können das Thema abhaken. Aber jetzt tritt ein anderes Phänomen. Und dieses neue Wort heißt Glaube. Das heißt Folgendes. Ungeachtet der naturwissenschaftlichen Realitäten, dass es bis heute weder im Experiment geglückt ist, dass Leben aus toter Materie entsteht, noch dass dies jemals beobachtet wurde. Ungeachtet dieser naturwissenschaftlichen Realitäten hat man einfach diese Spekulation im Glauben angenommen. Man sagt einfach, nun, ich kann mir das nicht anders vorstellen, es muss so gewesen sein, also glaube ich, dass es so war. Dazu möchte ich feststellen, Glaube ist keine Wissenschaft. Das heißt, wenn auch du dieses glaubst, dann sei dir das gegönnt. In diesem Land herrscht Glaubensfreiheit, du darfst glauben, was du möchtest. Und ich meine das ehrlich. Aber dann bezeichne auch bitte deinen Glauben als Glauben. Es gibt nämlich viele Menschen, die diese Spekulation, dass das Leben von alleine aus toter Materie entstanden ist, immer noch als wissenschaftlich bezeichnen. Und es gehen auch durch die Presse so Wörter wie Evolution bewiesen oder Evolution ist Fakt oder ähnliche Sprüche. Das sieht aus, oder der Leser, der sich damit nicht auskennt, könnte meinen, es wäre bewiesen. Es ist mitnichten so. Es ist nicht bewiesen. Diese Spekulation, das Leben ist von alleine aus toter Materie entstanden, hat bis heute die naturwissenschaftliche Prüfung nicht bestanden. Es bleibt also eine Spekulation. Okay, Sir Arthur Keith und auch heute viele andere Menschen nehmen dies also im Glauben an. Eigentlich könnte man auch an dieser Stelle jetzt einen Punkt machen und sagen, nun gut, die einen Zeitgenossen glauben dies, die anderen Zeitgenossen glauben jenes. Ein jeder soll mit seinem Glauben doch bitte glücklich werden. Aber leider können wir hier keinen Punkt machen. Aus dem Glaube ist nämlich mittlerweile in der gesamten westlichen Welt ein Dogma geworden. Dieser Glaube, ob man an Evolution glaubt oder nicht, ist keine Privatsache mehr. Es ist dogmatisiert worden. Und ich lese einfach mal zum besseren Verständnis vor, was ein Dogma ist. Ich habe hier mal eine Definition aus Wikipedia. Unter einem Dogma, griechisch,
Versteht man eine festlegende Definition, eine grundlegende Lehrentscheidung, jetzt kommt es, um einen Glauben, eine Übereinstimmung mit der Wirklichkeit voraussetzend, einem unumstößlichen Wahrheitsgehalt zuzuschreiben. Das heißt, per Definition wird diese Spekulation als wahr definiert. Es wird einfach definiert. Man sagt, naja gut, Beweise gibt es nicht, aber es ist trotzdem wahr, es muss so gewesen sein. Und das Tragische ist, dass dieser Dogmatisierungsprozess so weit vorangeschritten ist, dass wenn sich jemand in der Öffentlichkeit, vielleicht auch noch eine in der Öffentlichkeit stehende Person, negativ zur Evolution äußert und sagt, dass sie das nicht glaubt, wird diese Person von der Presse systematisch fertig gemacht. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass die beiden Schulen in Gießen einen Riesenärger bekommen haben und die Medien sich darauf gestürzt haben und die Schulen bzw. die Leute, um die es ging, verrissen haben. Wir haben es hier mit einem Glauben zu tun, der zu einem Dogma erhoben worden ist. Nun, die Begriffe Glaube und Dogma sind ja jetzt keine naturwissenschaftlichen Begriffe, sondern es sind Begriffe einer Religion. Und genau das ist der Punkt. Diese Aussagen, dass das Leben von alleine aus toter Materie entstanden ist oder dass es möglich ist, dass irgendwie Leben von alleine aus toter Materie entsteht, ist bis heute wissenschaftlich experimentell nicht nachgewiesen worden. Und das Experiment ist ein zentraler Bestandteil der Naturwissenschaft oder die Beobachtung in Fällen, wo das Experiment nicht geht. Aber ungeachtet der negativen experimentellen Situation wird einfach gesagt, das ist wahr und somit ist dieser Glaube an Evolution eine Religion. Man hat also diese Spekulation zu einem Dogma erhoben. Und hieraus folgt jetzt eine ganz wichtige Konsequenz. Das bedeutet, in der Öffentlichkeit wird gerne in den Medien gesagt, es handelt sich immer um eine Diskussion Schöpfung, Evolution, um eine Diskussion Bibel gegen Naturwissenschaft. Das ist nicht wahr. Es ist keine Diskussion Bibel gegen Naturwissenschaft. Es ist auch keine Diskussion christlicher Glaube oder Glaube allgemein gegen Naturwissenschaft. Es ist eine Diskussion Glaube gegen Glaube. Es ist eine reine Religionsdiskussion. Es ist nur so, dass sich die Evolutionsreligion einen wissenschaftlichen Tarnanstrich gibt. Sowas kennen wir auch von anderen, von Scientology zum Beispiel. Auch hier gibt man sich einen wissenschaftlichen Anstrich. Das ist hip, das ist up to date. Mit Wissenschaft kannst du den Leuten heute alles verkaufen. Das müssen wir unbedingt sehen. Dieser Glaube, dass das Leben von alleine aus toter Materie entstanden ist, ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Es gibt keinerlei wissenschaftliche experimentelle Belege dafür, sondern es ist einfach eine im Glauben angenommene Geschichte, die dogmatisiert wurde. Und zu einem Dogma heißt es auch noch in Wikipedia, im Kontext eines kritisch-rationalistischen Weltbildes behindert Dogmatismus den Fortschritt. Aha. Da er die kritische Hinterfragung der Dogmen grundsätzlich ablehnt und wird daher als Gefahr aller Wissenschaften angesehen. Es ist sogar eine Gefahr für die Wissenschaft. Die Evolutionsreligion ist eine Religion. Es ist eine im Glauben angenommene Spekulation, eine Idee, die im Glauben angenommen wurde. Solltest du auch an Evolution glauben? Wie gesagt, ich will dich jetzt hier nicht angreifen, aber ich möchte wenigstens, dass du weißt, dass es eine Religion ist. Und wir haben es hier in der Diskussion Schöpfung, Evolution mit der Diskussion zwischen zwei Religionen zu tun. Und ich denke, wir täten wirklich gut daran, wenn wir uns das vor Augen führen und wenn wir auch entsprechend danach handeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.